Cocaine-Bier hat einen ziemlichen Hype ausgelöst durch die verrückte, wahre Geschichte hinter dem Film. Irgendwann, ich glaube in den 80ern in den USA, hat ein Bär mehrere Kilogramm Kokain halt zu sich genommen und wahrscheinlich ist er in echt einfach nur tot umgekippt. Aber hier im Film wird so ein bisschen mit der Realität gespielt und der Bär ist voll high und will einfach nur Menschen töten. Und ich muss sagen, der Film ist von Elizabeth Banks, hat ein paar blutige Effekte, ist aber sehr darauf getrimmt, dass er lustig sein will. Und ja, ich fand ihn leider nicht lustig. Mir hat er leider gar nichts gegeben. Ich habe mir häufig gedacht, boah, ich konnte einfach mit diesem Humor gar nichts anfangen. Und die Leute hinter mir haben sich den Arsch abgelacht. Die hatten die beste Zeit ihres Lebens. Und ja, wenn du dann halt selber nicht den Film magst, dann regst du dich einfach nur noch mehr darüber auf, wenn Leute hinter dir wie wild darüber lachen. Ich mag ihn nicht, aber anscheinend mögen ihn viele Leute. Von daher, guck doch einfach mal und geht vielleicht rein.